So Leute, da sind wir beim diesmonatigen Blackie Talk. Der ist ein wenig verspätet. Liegt viel daran, dass ich aktuell sehr, sehr großen Stress habe. Und ja, normalerweise kommen die einmal freitags online, so in der Mitte der Woche. Der ist jetzt kurz vor Ende. Und für die Leute, die das Ganze jetzt auf Spotify oder sonstigen Podcaster-Plattformen hören, ja, es tut mir leid, ihr werdet in ein paar Tagen schon wieder zugespammt, weil dann der nächste schon wieder kommt, der alte. Und damit natürlich auch die Klärung. Wie immer. Das Ganze hier gibt's als YouTube-Video auf meinem Kanal und das gibt es als Podcast. Also, wenn ihr lieber das eine oder das andere hören wollt, müsstet ihr dann switchen, wenn ihr auf der falschen Plattform seid. Heute habe ich mir ein kleines, ja, leichteres Thema für mich persönlich rausgesucht und auch etwas, wozu ich euch ein bisschen einladen möchte, meine Sichtweise zu sehen und auch vielleicht mal eine Nicht-Content-Creator-Position einzunehmen. Denn heute geht es um Reviews. Um genau zu sein, nicht nur um meine Reviews, die ich ja auf meinem Channel mache, sondern eben auch um allgemein Reviews auf YouTube und das Vertrauen in YouTuber und Influencer und wie man das auch immer schimpfen mag. Ich würde mich jetzt persönlich niemals als Influencer bezeichnen, aber okay. Dafür fangen wir ganz vorne an. Ich wurde jetzt neulich öfter gefragt und das werde ich relativ häufig gefragt. Ey Blackie, wie können wir dich denn mal unterstützen? Du machst immerhin keine Werbung, du machst keinen Patreon, du hast unten in der Beschreibung so einen komischen Token-Link, wovon du ein paar Tokens für deine Gameplays bekommst, aber wie können wir dich denn wirklich unterstützen? Und da möchte ich ganz kurz auf die Leute verweisen, die mich eh schon unterstützen. Das sind andere Content-Creator, Freunde von mir, Abonnenten, die mir was zuschicken, wo ich einfach weiß, hey, da kann ich ein Video draus machen, da kann ich Content für euch dann wieder draus machen und kann das wieder euch dann zurückspielen. Und ja, das ist tatsächlich das, wie ich persönlich die Unterstützung am coolsten finde. Und eigentlich auch die einzige Unterstützung, die ich annehme. Ich hatte jetzt schon mehrfach, dass ich bei Cardmarket-Bestellungen, die ich gemacht habe, dann auf einmal noch wesentlich mehr Briefe da drin hatte und wesentlich mehr Karten und alles. Einfach als Dankeschön. Das fand ich großartig und fand ich sehr, sehr cool. Und ja, solche Art von Sponsoring, in Anführungsstrichen, ist das, was ich persönlich halt sehr, sehr gut finde und auch sehr cool finde. Wenn man jetzt zum Beispiel auch sowas wie die Secret Layer Drops, die ich von Freunden bekomme, die ich aufmache und denen dann zurückgebe, zum Beispiel einfach mit mal dazu zähle. Genauso haben schon relativ viele andere YouTuber mir Booster zugeschickt. Und ich habe den Booster zugeschickt und man kann es dann öffnen und Openings draus machen. Und das ist cool. Auch habe ich schon Angebote bekommen, nicht nur von Firmen, die mir Sachen zum Reviewen zu bereitstellen, die ich dann reviewe und das auch ziemlich kritisch und ehrlich halt. Auch von Freunden, die dann gesagt haben, hey, ich habe hier diese Box, guck dir die mal an, möchtest du die reviewen? Und dann sage ich, ja, voll cool, von der Firma habe ich noch nie was gehört, das würde ich gerne reviewen. Und dann darf ich das reviewen und gebe denen natürlich dann ihre Box wieder. Ja, und das wisst ihr wahrscheinlich, so Sachen wie Decktags, andere Openings, wo ich Freunde einlade, auf meinem Channel ein Video zu machen oder auch andere Content Creator, denen ich dann sage, hey, ihr habt hier einen Timeslot auf meinem Channel, wollt ihr nicht was machen? Und ja, das ist auch sehr gut angekommen bisher und auch das sehe ich als eine Art von Sponsoring an. Einfach solche kleinen, ja, Freundschaftsdienste, sage ich einfach mal. Dazu hatte ich jetzt das erste Mal, dass ich gefragt wurde, hey Blackie, wenn du das Commander Deck gerade das Buckle Up zu Kamigawa und auch das andere von Kamigawa aufmachst, kann man das dir abkaufen? Und das fand ich sehr, sehr cool, weil die Kosten dafür, gerade für die Commander-Decks, sind für mich halt relativ hoch und ich versuche die dann zu minimieren, indem ich dann meistens die Karten dann wieder auf Cardmarket verkaufe, um halt einfach die Kosten für solche Videos, weil ich kriege dafür ja nichts. Das sind für mich nur pure Kosten. Und die muss ich halt auch irgendwie zu minimieren. Muss ich minimieren. Da kommen wir dann auch zu einem kleinen Disclaimer mal wieder. Alles, was hier ist, ist wie immer für mich nicht als Werbung gedacht, so nach dem Motto, bitte schenkt mir was, sondern macht das wirklich, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr das könnt oder sonst was, sehr, sehr gerne. Ansonsten behaltet es für euch, verschenkt es in eurem Local Game Store, macht anderen Leuten eine Freude damit, indem ihr einfach mal, keine Ahnung, ein Booster verschenkt. Das sind nur 3,50. Das ist nicht die Welt. Und die Leute freuen sich immens, wenn sie mal ein Booster geschenkt bekommen. Und ihr müsst die Person teilweise noch nicht mal kennen. Ich hatte schon den Fall, dass auf einmal random Booster verschenkt wurden oder random der Eintritt für jemand anderen bezahlt wurden, die man gar nicht kannte fürs Friday Night Magic oder so. Und das waren so coole Momente und das macht lieber das. Und als nächster Disclaimer, das werde ich noch öfter erwähnen, das hier ist als Blackie Talk gedacht, meine Meinung, da rede ich über das, wie ich das denke. Und ja, wenn ihr anderer Meinung seid,
in die Kommentare oder schreibt mich sonst wo an Instagram, Discord oder sonst wo und erklärt mir eure Meinung. Ich bin nicht in der Lage, eine komplette Konversation über Monate hinweg mit euch zu führen. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Aber sehr, sehr gerne einfach mal eure Meinung, eure Geschichten und Ähnliches einfach mir mal schicken. Kommen wir also zu den Reviews. Das Ganze ist so aufgeteilt, ich habe zum Anfang dieses kleine Disclaimer, wie man mich supporten kann, dann eben um Reviews bzw. Produkte an sich und danach nochmal um meine Reviews und meine Produkte an sich und dann nochmal allgemein YouTube und die YouTuber, denen man vertrauen kann, manchmal. Ich habe eine Menge über Produkte schon geredet. Gerade um Zubehör habe ich wirklich ganz, ganz viel drüber geredet. Sleeves, Deckboxen und so weiter und so fort. Ich habe sehr, sehr viele getestet für euch. Und das nicht nur bei mir im Video, sondern auch beim Podcast Radio Ravnica habe ich da auch schon mit Robin eine komplette Folge drüber gemacht. Und deshalb hier nochmal ganz kurz der Abriss, was ich benutze. Als normale Sleeves habe ich Dragon Shield Matte oder Dragon Shield Art Sleeves, und zwar die Classic Art Sleeves, und zwar die Vader Art Sleeves. Die muss ich demnächst leider austauschen, weil es gibt einfach in Europa so gut wie keine mehr davon. Die sind einfach so teuer geworden, dass ich nicht mehr meinen Pool erweitern kann, weil ich habe keine Sleeves mehr. Dementsprechend werde ich demnächst eine Menge Geld ausgeben müssen, um einmal mein komplettes Inventar einmal in neue Sleeves einzupacken. Bin aber überlegen, ob ich das streame. Die sind alle gleich. Alle meine Decks sind in gleichen Sleeves. Aber ich habe extra Sleeves für Turniere. Ja, aktuell laufen nicht so viele Turniere, aber es beginnt ja wieder. Und da habe ich immer so einen kleinen Packen extra Sleeves. Das sind dann meistens Katanas von Ultimate Guard, wo einfach, ich finde, die sind für Turniere sehr viel besser geeignet. Sie kleben weniger, sie lassen sich besser mischen und sind halt leider ein bisschen dreckanfälliger. Dementsprechend nutze ich sie nicht als meine Alltags-Sleeves sozusagen, sondern benutze sie nur als Turniersleeve. Für die Boxen habe ich zumindest für meine Legacy-Decks Smart Hive immer noch den Planeswalker-Series, habe ich euch schon gezeigt, genau wie die kleinen Sidewinder dafür. Für meine Yu-Gi-Oh!-Decks nutze ich die Dragon Shield Nester, weil die tatsächlich ganz kompakt sind und ist ganz nett. Und natürlich zaubernd für Commander tatsächlich, weil ja, mein Ojutai braucht ein sehr, sehr schönes Zuhause und es hat ein sehr, sehr schönes Zuhause. Und da wird es auch so schnell, glaube ich, nicht rausgehen. Ich habe da noch so eine kleine Box, die ich geschenkt bekommen habe von MTG Box, wo einen haufenweise Karten drin sind für einen Commander, was ich irgendwann mal machen möchte. Und ich habe tatsächlich noch mein altes Standard-Deck, mein Cycle-Deck, habe ich, was ich demnächst auf Pioneer umbauen möchte, habe ich in einer Deckbox, die uns von Off-Topic Commander geschickt wurde. Also auch von anderen YouTubern die Deckboxen habe ich immer noch hier im Gebrauch und finde das mega cool, dass ich die habe und freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig drüber, wenn ich das sehe. Und ja, also die benutze ich so als Deckboxen. Inner Sleeves gibt es für mich eigentlich nur Dragon Shield Sealable Inner Sleeves. Die machen das ganze Deck sehr dick. Und zum Beispiel ein Commander-Deck kriegt ihr dann nicht mehr in die normalen 100er Sidewinder. Dafür gibt es ja die 133er Sidewinder oder eben andere Hersteller, wie jetzt zum Beispiel auch neue Jim'Janik oder alt eben auch Zauberhand, die einfach eine größere Deckbox haben. Dementsprechend, ja, dann nutzt einfach sowas. Die Sealable Inner Sleeves finde ich so, so gut und so, so wichtig. Und ich habe dann mal ein bisschen rumgetestet, die sind wirklich, wirklich langlebig. Zur Aufbewahrung meiner Karten habe ich fast ausschließlich Zip-Folios. Und zwar Quad-Zip-Folios von Ultimate Guard und auch tatsächlich noch zwei so, ich weiß nicht mehr, wie sie von Dragon Shield heißen. Auf jeden Fall haben die auch einen Reißverschluss und man kann Seiten selber reinmachen. Und ja, das sind so zwei sehr, sehr coole Ordner, die ich benutze und für verschiedene Sachen. Die Dragon Shields für meine Sammelordner, Reserved List Ordner und ähnliches und die Ultimate Guard Ordner für meine Playable Ordner. Als Playmat habe ich Playmats von Custom Playmat. Die habe ich euch auch vorgestellt schon. Ja, ist halt mein Logo drauf. Ich habe eine Judge Playmat, die auch von denen ist. Und habe noch so zwei, drei andere Lieblings-Playmats, sag ich mal. Unter anderem die Planeswalker Series von Ultimate Guard oder auch die wunderschöne allererste Valentine Dragon Shield Playmat. Wunderschön. Das wechselt. Ich habe eine Menge Playmats. Wurde neulich auch unter einem Video gesagt, so wow, wie viele Playmats hat dieser Mann? Ihr habt noch nicht annähernd alle gesehen. Glaubt mir, ich mache jetzt schon wieder ein bisschen länger YouTube und ich habe noch nicht alle gesehen. Glaubt mir. Und natürlich, gerade wenn ich auf Turnieren und ähnliches bin und auch auf FNM immer noch eine selbstgemalte Playmat von Tim Sowat. Ja, und dann wurde ich neulich gefragt, Blacky, wie kommt das eigentlich, dass du so viele Produkte reviewst? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich immer schon mit Boxen beschäftigt. Ich habe mich immer schon mit Sleeves beschäftigt. Ich habe mich immer schon mit allem drumherum beschäftigt. Magic ist für mich mein Haupthobby und das, wo ich am meisten Zeit drin investiere. Und dazu gehört nicht nur Sammeln, sondern eben auch Spielen und auch, naja, die Accessoires.
Das ist so, wenn ich sage, mein Hobby ist Joggen, dann suche ich mir nicht nur schöne Strecken raus, die ich laufe, sondern suche mir auch die schönen Schuhe aus, mit denen ich gut laufen kann. Und genauso mache ich es natürlich auch mit Zubehör. Als Jugendlicher habe ich, hier kommt wieder der alte Mann raus, ich merke das schon. Wo sind die grauen Haare? Als Jugendlicher habe ich damals schon mich sehr, sehr viel mit für meine Playgroup interessiert und gemacht und getan, damit da halt irgendwie mal was bei rumkommt, weil das war teilweise doch sehr anstrengend. Aber auch sehr, sehr cool, das für meine Community eben zu machen. Und als ich dann das erste Mal angefangen habe mit YouTube, so knapp vor 8 oder 10 Jahren, also mit Magic YouTube, normales YouTube mache ich schon wesentlich länger, mit Magic YouTube, da habe ich dann gesagt, ja okay, ich habe so ein paar Deckboxen, ich habe ein paar Expertisen, ich habe ein paar Sleeves, ich habe ein paar Deckboxen, ich zeige mal, was ich so habe. Und damals war es noch ganz rudimentär, so die billigen Backboxen, so dieses Dragon Shield, Hardcase, Ultimate Guard war gerade neu auf dem Markt, es gab noch gar keine Boulder, sondern die hatten eine sehr, sehr gute Plastikbox im Vergleich zu das, im Vergleich zu dem, was damals Ultra Pro auf den Markt gebracht hat. Und dann habe ich zum Beispiel auch so eine coole Case gezeigt von Ultra Pro, wo man so 2 Decks reintun kann, die man nicht gedoubled sleeved haben darf, und so einen Stift an der Seite zum Draufschreiben. Das war cool. Und das wurde auch relativ gut aufgenommen, gerade auch was Sleeves und so weiter angeht. Zu dem Zeitpunkt gab es schon sehr viel größere YouTuber, gerade im englischsprachigen Bereich. Deutsch war sehr, sehr wenig vertreten. Mittlerweile ist Deutsche doch relativ groß geworden. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, ja, dann mache ich das einfach mal. Dann mache ich einfach mal Reviews dazu. Und die kamen gut an. Und als ich jetzt wieder angefangen habe, habe ich mir natürlich als allererst gedacht, so, hey, womit startest du? Du hast Reviews gemacht und Reviews waren cool. Und du hast hier, das war der Clou dabei, lustigerweise von Ultimate Guard ein Smart Hive gewonnen. Und die Smart Hives waren noch nicht auf dem Markt. Also habe ich gesagt, ja, pf, komm hier, mach mal ein Smart Hive Video. Weil ist ja noch nicht auf dem Markt. Und teste das mal. Damals, ich war krank, mir ging es nicht gut. Ich war in Eile, weil ich demnächst in Urlaub fahren wollte, was ich jetzt auch wieder tue. Deswegen ganz viel Stress. Und so weiter und so fort. Und das Video ist trotzdem eins meiner meistgesehenen Videos. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Aber es ist ein meistgesehenes Video von mir und dementsprechend muss es wohl anscheinend ganz cool sein. Dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, es gibt unzählige Produkte. Und dazu kommen wir dann zum zweiten Teil, zum dritten Teil, zum Review-Teil. Es gibt unzählige Produkte auf dem Markt. Es ist wirklich so, es gibt Dragon Shield, Ultimate Guard, Gemgenics, Ultra Pro, kleinere Hersteller wie Zauberhand und ähnliches. Es gibt so super viele und die machen auch noch alle so unterschiedliche und viele Produkte. Deckboxen, Sleeves, verschiedene Sleeves. Also es gibt ja nicht nur diese Katana-Sleeves von Ultimate Guard, sondern es gibt auch die Supreme-Sleeves. Es gibt von Dragon Shield, gibt das bedruckte Sleeve, nicht bedruckte Sleeve, matte Sleeve, halbmatte Sleeve, Brushed Sleeve und so weiter und so fort. Selbstgedruckte Sleeves. Es gibt Playmats von jedem Hersteller. Manche machen es besser, manche machen es schlechter, manche machen es gut und so weiter und so fort. Ordner alles. Und dementsprechend gibt mir das Pulver gerade für Videos nicht so wirklich aus, sofern ich an die Produkte komme. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade für Spieler, nicht nur für Neuansteiger, für die sowieso, aber auch für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, echt anstrengend ist, irgendwie herauszufinden, so, hey, was ist denn das für mich? Und da versuche ich einzuhaken. Denn ich finde, neutrale Produktreviews helfen ungemein. Und dann muss man den Leuten halt dann auch vertrauen, dass es neutrale Produktreviews sind. Die Leute müssen sich, die diese Reviews machen, mit ganz vielen Herstellern auseinandersetzen und alle irgendwo monitoren, wo was Neues bei rumkommt, wo man eben was testen kann. Und das ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr viel, weil es die wenigsten Hersteller kommen zu einem und sagen, hey, mach mal ein Review, dafür kriegst du unsere Produkte, du darfst uns aber auch bashen. Das sagen die wenigsten Produkthersteller. Logischerweise, weil es ist dann einfach, wenn sie es schlecht machen, schlechte Publicity. Die Leute, die es machen, hands up, sind gute Produkte. Auch wenn sie hin und wieder mal ein bisschen schwächeln, sind es gute Hersteller. Und die wissen halt, was sie haben. Und sie trauen sich das halt auch teilweise kleinere wie mich weiterzugeben. Und dazu kommt ja auch noch, es gibt ja auch immer noch neue Hersteller. Und alte Hersteller, die in Vergessenheit geraten sind, die trotzdem noch weiter produzieren. Und da muss ich halt sagen, das ist halt etwas, wo ich sage, das muss man im Auge haben. Das muss man sehen, da muss man wissen, was man tut, um das irgendwie an Land zu holen, sag ich mal. Und ja, das ist dann Teil des Jobs des YouTubers tatsächlich. Und da ist es dann halt schwierig, wirklich die Neutralität auch ein bisschen zu behalten. Weil manche Firmen sagen dann einfach, nein, wir geben dir nichts, du bist zu klein, dich kennt doch eh niemand, warum sollen wir dir Produkte geben? Und das ist okay. Ich persönlich frage Firmen halt immer an, nach Reviews, ob ich Reviews für sie machen kann oder machen darf oder sie möchten, dass ich Reviews für sie mache. Dafür bekomme ich dann die Produkte zur Verfügung gestellt.
kein Geld oder ähnliches oder nicht Zusatzprodukte, die ich dann behalte als Bezahlung oder ähnliches, sondern wirklich nur die Produkte, die ich reviewen kann, damit ich frei sagen kann, was gut ist und was wirklich, wirklich nicht gut ist. Ich habe schon Produkte auf dem Tisch gehabt, wo ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich verstehe nicht, wofür das Produkt ist. Ich weiß nicht, warum man das kaufen sollte. Ich hatte aber auch schon Produkte am Tisch, wo ich gesagt habe, wow, das ist einfach eine Innovation der letzten 10 Jahre. Das ist Wahnsinn. Warum ist da seit 10 Jahren niemand drauf gekommen, das zu machen? Und genau dieser große Gap ist halt etwas, was dann diese Firmen von mir bekommen. Und natürlich ihr auch. Und da ist es dann halt so, da wurde ich dann auch schon gefragt, Blacky, warum sagst du eigentlich nicht, wie viel das Zeug kostet? Also im Normalfall, manchmal rutscht es mir raus. Im Normalfall sage ich nicht, was die Produkte kosten, denn ich denke mir, ich zeige euch, was die Produkte können, was generell einfach da vor mir liegt. Und wenn ihr sagt, hey, das Produkt gefällt mir, und ihr geht dann auf die Seite und dann seht ihr den Preis ja, also auf irgendeine Shopseite, dann seht ihr den Preis. Und in dem Moment, wo ihr sagt, oh, das ist aber teuer, dann ist das Produkt nichts. Weil zum Produktreview gehört eigentlich auch der Preis. Und mit diesem Preis bestimmt man auch so ein bisschen den Qualitätsstandard. Man will ja keine 3-Euro-Deckbox mit einer 100-Euro-Deckbox irgendwie vergleichen. Macht wenig Sinn. Aber man kann sie vergleichen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn die 100-Euro-Deckbox halt auch nicht so viel bringt im Vergleich zu der 3-Euro-Deckbox, ja dann macht das keinen Sinn. Ich mache das nicht. Hat die Bewandtnis, dass ich eben teilweise gesponserte Videos habe, im Sinne von, ich habe die Produkte bekommen. Nicht im Sinne von, ich muss das Zeug jetzt verkaufen. Ich habe teilweise selbst gekaufte Produkte. Und wenn ich dann sehe, ich habe ein 30-Euro-Produkt und ich bekomme das gesponsert, dann kann ich das reviewen, kann euch sagen, was gut an dem Produkt ist, was schlecht an dem Produkt ist. Kann aber auch sagen, hey, guckt selber beim Preis. Wenn ich dann aber den Preis mit einrechne, würde ich automatisch sagen, es ist ein 30-Euro-Produkt. Ja, ungefähr fühlt sich das gut an. Ob sich das gut anfühlt oder nicht, weiß ich aber nicht. Weil ich habe es nicht bezahlt. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich sage, ich lasse es raus. Ein Produkt, das nicht gut ist, für das ich 30 Euro bezahlt habe, würde sich anders für mich anfühlen, persönlich, wie ein Produkt, das nicht gut ist, für das ich kein Geld bezahlt habe. Ja, natürlich kann ich dann euch eine extreme Negativität entgegenwerfen und sagen, hey, das ist Kacke, mach das bloß nicht, das ist Müll, mach das nicht, das ist viel zu teuer. Mach ich so auch, wenn es wirklich nicht kein gutes Produkt ist. Ich sage aber nicht, es ist viel zu teuer. Ich sage, es ist ein Produkt. Preise ändern sich auch. Manchmal sind die dann auf einmal teurer, manchmal sind sie günstiger. Und das Gefühl für mich persönlich ist halt ein anderes. Und das versuche ich aus dem Review rauszuhalten, um euch die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, ob euch das Produkt, nachdem ich es euch gezeigt habe, diesen Preis wert ist oder nicht. Weil ich habe eigentlich, glaube ich, noch kein wirkliches Produkt gefunden, wo ich nicht mindestens eine Sache verbessern würde. Eine Kleinigkeit. Hier mal, da mal. Manche Produkte waren auch wirklich, wo ich gesagt habe, oh, mach das, boah, was ist das denn? Okay, die Sleeve ist Müll. Und wenn ihr sagt, ja, die Sleeve ist Müll, aber die Sleeve kostet 1,80 und 1,80 ist mir der Müll wert. Was soll ich dann den Preis einrechnen? Das macht keinen Sinn. Dann entlasse ich euch lieber die Entscheidung. Wenn ihr auf die Seite geht und sagt, hey, das ist teuer, dann ist das so. Gerade zu dem Thema würde ich ganz gerne eure Meinung wissen. Ihr könnt mich kontaktieren über Instagram, Facebook, Twitter und ähnliches. Ihr könnt mir das auch hier unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr schon Reviews von mir gesehen habt, ich kann natürlich, wenn ihr alle sagt, nee, Blacky, uns ist egal, wir wollen auf jeden Fall den Preis drin haben, dann kann ich natürlich auch versuchen, den Preis reinzubringen. Das müsst ihr mir nur sagen, weil sonst kann ich das nicht wissen. Aktuell bin ich der Meinung, ich mache das relativ gut, indem ich eben diese Neutralität wahre, um eben euch die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden. Und deshalb, ich habe nicht nur gesponserte Videos, ich habe auch selbst gekaufte Videos. Und die Reviews laufen in dem Moment immer gleich ab. Ich habe ein Produkt, ich nehme das Produkt, öffne das Produkt, ihr habt meinen ersten Eindruck davon, wenn ich das Produkt aufmache, was ich so sehe. Normalfall teste ich das Produkt ungefähr eine Woche, maximal 2 Wochen, indem ich es mitnehme, indem ich damit rumspiele, indem ich damit anfange, irgendwas zu machen, keine Ahnung, einen Staubsauger drüber fahren lassen, wenn es eine Matte ist, oder sie waschen, wenn es eine Matte ist. Wenn es eine Deckbox ist, nehme ich sie mit. Wenn es Sleeves sind, spiele ich sie oder mische sie einfach während der Arbeit vom PC. Das klingt falsch. Hoffentlich sieht das nie einer meiner Chefs. Und dementsprechend bin ich da dann halt wirklich sehr engagiert, die Sachen euch zu testen, auch in kürzerer Zeit. Ich kann euch natürlich dann keinen Long-Term-Use sagen. Ich kann euch nicht sagen, in 2 Jahren ist die Deckbox immer noch super.
dafür kann ich die Reviews einfach nicht machen. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, das erwartet doch. Ich möchte euch einfach nur ein Bild geben von der Qualität, wie ich sie empfinde, von der Nutzbarkeit und auch einfach von dem, was ich denke, was dieses Produkt bedeutet für mich. Ob das ein gutes Produkt ist, ob ich es weiter benutzen werde, ob ich es nicht weiter benutzen werde und, und. Natürlich fließen da dann auch Zusatzinformationen von der Seite, von der Webseite, vom Hersteller ein. Natürlich sind da auch Sachen bei von anderen Reviews, die ich sehe. Obwohl ich sagen muss, ich bin meistens sehr, sehr schnell und wirklich einer der Ersten, weil wir haben in Deutschland keine Review-Kultur, habe ich das Gefühl. Und andere Reviewer im amerikanischen Bereich oder englischen Bereich brauchen relativ lange, bis sie sowas reviewen. Einfach nur, weil sie selber ja auch ein hartes Schedule haben. Und ich schiebe das dann immer dazwischen. Die Freitage, wo ich einfach alles hochlade. Ob es irgendwelche Reviews sind, ob es die Blackie Talks sind, ob es irgendwelche anderen Openings sind. Alles, was ich nicht weiß, wo es hinkommt. Und meine Openings kommen ja Mittwoch. Schiebe ich auf den Freitag und dann kommt das einfach am Freitag hoch. Und ja, dementsprechend kommt das dann auch freitags hoch. Andere YouTuber haben vielleicht ein sehr, 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 sehr längeres Schedule und wissen dann teilweise nicht, was sie noch großartig irgendwie noch reinquetschen sollen. Auch meine Art und Weise, wie ich damit umgehe, ist manchen Firmen nicht gut genug oder sie wollen dann lieber jemanden haben, wo sie die Deckboxen hinschicken, ein bisschen Geld oben drauflegen und sagen, sag, die ist gut. Das mache ich halt nicht. Also jede Firma, die bisher zu mir gesagt hat, hey, wir können dir auch ein bisschen mehr geben, dafür kriegen wir das Review vorher zu Gesicht und wenn es gut ist, dann darfst du es freistellen und ansonsten hätten wir gern, dass du es verbesserst, habe ich jedes Mal gesagt, nee. Ich möchte das ehrlich machen. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Diese Neutralität gegenüber Firmen ist mir sehr, sehr wichtig. Deshalb, viele fragen mich immer, Blacky, du wirst doch von Ultimate Guard gesponsert. Nee. Herr Blacky, du wirst doch von Dragon Shield gesponsert. Nee. Ja, und Zauberhand ist doch auch ein Sponsor von dir. Nein. Sponsoren habe ich theoretisch null. Außer meine Community. Bei vielen Videos steht der Local Game Store, mein Local Game Store, wo ich praktisch spiele, ganz oft dahinter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er mich irgendwie großartig sponsert und ich haufenweise Booster von dem bekomme oder Werbung für den mache. Kommt bei uns in den Local Game Store. Aber eher so ein bisschen so dieser Hinweis, hey, das ist mein Local Game Store. Ich hatte schon Leute, die vorbeigekommen sind, die random in der Gegend waren und gesagt haben, hey, hier in Siegen ist doch dieser Fischkrieg. Das ist doch der Local Game Store, wo Blacky manchmal ist. Und dann sind die vorbeigekommen. Und dann hatten die Glück und ich war da. Manche hatten nicht Glück und die haben mir dann irgendwie eine Kleinigkeit hinterlassen, irgendwie gesagt, hier sind mal 7 €, die nächsten 2 Booster, wenn Blacky da ist, gibt ihm einfach die 2 Booster. Ich habe mich mega gefreut. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Das sind halt was Sachen, wo ich sage, deswegen steht das dahinter. Nicht, weil es irgendwie gesponsert ist oder sonst was. Da bin ich relativ frei. Und selbst wenn ich ein Sponsoring angebe und angebe, das Video ist gesponsert oder das Video enthält bezahlte Inhalte, dann liegt das daran, dass eben das Zeug, was ich bekommen habe, gesponsert ist. Bestes Beispiel dafür ist der Shop gewesen von BB Spiele oder BB Spiele. Und die haben zu mir gesagt, hey, hier hast du einen Gutschein, mach damit, was du möchtest, bewerte unseren Shop, mach ein Video dazu, hab Spaß. Wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Wenn es gut ist, ist es gut. Und genau so habe ich das auch gemacht. Und das ist ziemlich gut angekommen. Also selbst mit einem Shop als Review war das voll okay. Auch da, es war theoretisch gesponsert, weil ich habe einen Geldbetrag bekommen in der Form eines Gutscheins, den ich komplett da benutzen konnte. Und habe mir dann selber ausgesucht, was ich für Ware haben möchte. Und das war super. Aber auch dort habe ich Verbesserungsvorschläge gesagt. Hier, das ist ein bisschen seltsam. Hier funktioniert was nicht. Das ist auch nicht so geil. An für sich ist der Shop super. Und das war mein Fazit. Und wenn mein Fazit positiv ist, ist mein Fazit positiv. Wenn mein Fazit negativ ist, dann ist es negativ. Manche Firmen akzeptieren das nicht. Und das ist genau der Punkt. Ich persönlich, ich will ja niemandem was verkaufen. Ich bin ein Mensch, ich sage, ich glaube immer noch an den gesunden Menschenverstand. Lass ich so im Raum stehen. Am Ende verlässt sich jemand darauf, dass die Box, die ich bewertet habe, dass die gut ist. Und nutzt die. Und merkt auf einmal, oh, die ist kacke. Wer ist dann schuld? Ich? Dann ist das meine Schuld. Und am Ende kommt diese Person zu mir und sagt, ey, Blacky, ich habe die gekauft auf deine Empfehlung hin, die ist Müll. Und wenn ich hinter dem Produkt stehe, kann ich sagen, okay, was ist denn dein Problem? Das und das und das. Okay, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe das erlebt an negativen Sachen, aber das noch nicht.
Interessant, werde ich mit aufnehmen. Wenn ich aber nicht hinter dem Produkt stehe, dann höre ich mir das an, denke mir, ja, ja, ist eh, wusste ich. Konnte ich nur nicht sagen, weil dann hätte es niemand gekauft. Und das ist ja Quatsch, das will ich ja gar nicht. Ich will ja für euch, für die Community und für Leute, die mich fragen, natürlich auch, wenn ich im Local Game Store arbeite, die sagen, ich hätte gern Sleeves, ich hätte gern Deckboxen, was empfiehlst du? Ich will euch ja anständig Tipps und Empfehlungen geben können und auch Vor- und Nachteile benennen können. Und ich will sie nicht mit Werbung dazu bringen, irgendwas zu kaufen oder ähnliches, sondern ich will einfach Reviews machen über Dinge, die halt um unser Hobby irgendwie drumherum irgendwie wichtig sind. Und ja, wenn ich jetzt dastehen würde und sagen, hey, das ist eine geile Deckbox, go buy it, go kauf it, keine Ahnung, dann ist das Quatsch, weil erstens habe ich davon nichts und selbst wenn ich was davon habe, müsste ich das angeben und zweitens würde ich mich dabei nicht gut fühlen. Ihr habt selber gesehen, was für eine unterschiedliche Palette ich an Sleeves, an Deckboxen, an Matten und so weiter benutze. Und das nicht ohne Grund. Weil jede Matte hat seinen Vorteil, jede Deckbox hat ihren Vorteil, jedes Sleeve hat ihren Vorteil und ihren Benutzen. Magic-Spieler sind allerdings so gepolt, dass sie meistens eben nur an ein Produkt sich halten, an einen Hersteller und ähnliches. Und dementsprechend, ja, muss man sich da einfach mit bestimmten Sachen arrangieren. Man muss aber eben auch die Vor- und Nachteile kennen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch niemals eine Kaufempfehlung machen würde und auch nie mache. Es gibt Leute, die mir gesagt haben, ey Blacky, ich hab die und die Decken und so weiter. Würdest du mir empfehlen, das zu kaufen? Oder welche Deckbox soll ich kaufen? Schwierig. Im Normalfall kriegt ihr von mir dann 2, 3, 4 verschiedene Deckboxen als Antwort. Und ihr könnt euch die beste für euch raussuchen. Oder die hübscheste. Ja, es ist fast schon eine Kaufempfehlung, weil es eben eine geringe Auswahl ist. Aber es ist eine Auswahl, hinter der ich stehe. Auch im Local Game Store, wenn ich dort gefragt werde, irgendwie am Friday Night Magic. Ey Blacky, was hältst du denn von der und der Box? Dann sage ich, die Box ist der cool, das und das, Vorteil, das und das ist Nachteil. Wenn die Leute aber ankommen und sagen, ey Blacky, ich würde gerne die Box kaufen, kannst du mir die empfehlen? Kriegt ihr dieselbe Antwort. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Weil ich werde euch da keine Kaufempfehlung geben. Das ist, steht nicht in meinem Rahmen, weil ob euch diese Deckbox gut genug ist, ob euch diese Deckbox das wert ist, was sie kostet, das entscheidet nur eine Person, und zwar ihr selbst. Jeder sollte sagen können, das ist die Deckbox, die ich haben wollte, weil ich diese Deckbox gut finde aus den und den Teilen und das habe ich gesehen und das fand ich super und das fand ich schlecht, aber ich nehme es hin. Und nicht sagen, der Blacky oder YouTuber XY hat so gesagt, die Deckbox ist geil, deswegen muss ich die kaufen. Das ist ja Quatsch. Gerade in sowas Wichtigem wie Deckboxen oder Sleeves, immer selber nochmal nachgucken, immer selber nochmal testen. Egal, was für ein Review wir machen. Weil ich will euch informieren, möglichst das bestmöglichste Bild euch bringen, damit ihr einer höheren Qualität seht, ob euch dieses Produkt schön erscheint oder hässlich erscheint. Und dann seht ihr den Preis und dann wisst ihr, ob ihr das kaufen wollt oder nicht. Und das geht halt nicht, wenn man ein Partner-Sponsoring hat. Bedeutet, wenn ich mich mit einer Firma zusammentue, einer Merchandise-Firma, ob das jetzt Dragon Shield, Ultimate Guard oder Jamjanic ist. Und die würden zu mir sagen, ey Blacky, wir arbeiten jetzt zusammen. Du kriegst Betrag X oder du darfst eine Deckbox dir selber erwerfen oder hey, wir gucken einfach nur, dass wir deine Sprüche bei mir drauf machen, auf die Deckboxen oder auf die Verpackungen und du bekommst Betrag X dafür. Wie soll ich jemals nochmal dann so eine Deckbox von diesem Hersteller neutral bewerten? Das funktioniert nicht. Ich hoffe mal, die Kirchen sind jetzt nicht ganz so laut. Weil dann sitze ich da und sage, oh cool, hier sind ganz neue Innovationen von dieser Deckbox. Und dabei sind es gar keine Innovationen. Dann sage ich, oh, ich habe mit denen zusammen die Deckbox so und so designt, damit das und das ist. Ja, aber die haben die Deckbox ja immer schon so gemacht. Wer das Radio Ravnica Video gesehen hat zur Deckbox vom Professor und Jamjanic. Ich werde das hier nicht nochmal aufwärmen, weil meine Meinung hat sich nur noch negativer entwickelt und ich bin dem Ganzen super negativ entgegengestellt. Ich habe 2, 3 Angebote, die Box auch zu reviewen, wenn sie rauskommt. Danke dafür, by the way. Und das werde ich auch tun. Einfach nur auch, um die Chance zu geben, dort vielleicht diese Deckbox sich wieder ins richtige Licht zu rücken, aber die ganze Aktion, diese ganze Werbeaktion finde ich mittlerweile so unterirdisch. Und da kommt auch dieser Blacky Talk ein bisschen her, eben über diese Neutralität. Weil
Ich werde dem Prof nie wieder glauben können, wenn er einen Jamgenic-Box reviewt. Er hat vor Jahren schon, seit Jahren steht schon auf der Box sein Grade drauf und auf der Website steht es auch drauf. Und die Deckbox, die er vorstellt, diese Academic, ist dieselbe Deckbox. So viel dazu. Guckt euch den Podcast an, wenn es euch interessiert. Ich möchte jetzt hier keine so eine Diskussion vom Zaun reichen, weil das ist, ich bin sehr negativ eingestellt, was diese Aktion angeht. Für mich ist das ein absolutes No-Go. Da kommt genau der Punkt rein. Jetzt werden viele Leute sagen, die mich schon länger folgen, die mich auch schon länger kennen, so, ja, Blacky, du bist doch mal auf der Ultimate Guard-Seite zum Beispiel aufgetreten. Sag ich, ist korrekt. Ultimate Guard hat einen Ausschnitt aus meinem Review genommen und mein Wortzitat, wo ich gesagt habe, dass die Katana-Sleeves für mich die besten Sleeves sind auf dem Markt zu mischen. Das sind so ein geiles Shuffle-Feeling, wie keine andere Sleeve hat, die ich bisher getestet habe. Und dieses Zitat haben sie dann auf ihrer Website veröffentlicht. Vollkommen legitim. Das sind normale Zitate aus dem Internet, wo sie mich mit angegeben haben und den Aussagen ich ja stehe. Ich habe dafür nicht einen Cent gesehen und ich möchte dafür auch keinen Cent sehen. Weil es ist ein Review, das ich zur Verfügung stelle. Wenn ich sage, die Bild ist eine blöde Zeitung und die Bild sich dann sagt, eine Titelüberschrift macht und sagt, MTG Blackset sagt, Bild, blöde Zeitung, dann will ich dafür auch kein Geld. Und das ist es halt nicht. Sponsoring-Verträge, Partnerschaften und ähnliches, egal auf welche Art und Weise. Und wenn es nur ist, hey, ich bestelle XY von euch, dafür verkaufe ich das dann an meine Fans. Das ist eine Partnerschaft für einen gewissen Zeitraum. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ich die mit diesen Partnerverträgen und Sponsoring-Verträgen und ähnliches eben dann auch gewisse Sachen einhergehe. Wie zum Beispiel haufenweise komische Werbung, die ich machen müsste. Und eben, meiner Meinung nach, der Verlust der Neutralität. Wie soll ich das neutral bewerten? Ich könnte das nicht. Würde ich, wenn irgendeine Herstellerfirma zu mir kommt und sagt, ey Blacky, wir bauen eine Box zusammen, würde ich nein sagen? Vermutlich nicht. Hätte ich dafür Zeit? Aktuell nicht. Aber vermutlich würde ich auch nicht nein sagen. Wieso denn auch? Das wäre ja auch dämlich. Das ist ein Ritterschlag. Das ist cool. Wenn man sich zum Beispiel auch die Sidewinder von Nackt und Rosa anguckt. Hammerteile. Mega cool. Bin ich mega neidisch drauf. Irgendwann werde ich mir auch so ein Teil holen. Irgendwann. Und wenn ich dafür in den Verein eintreten muss, dann ist das so. Das sind einfach nur Sidewinder, wo ein anderes Logo drauf ist. Und zwar das von Ultimate Card. Und zwar das von Nackt und Rosa. Und das ist cool. Das alleine ist ja schon mega. Auf eine komplette Deckbox vorne das drauf zu schreiben, auch mega. Innovationen zu bewerten, die keine Innovationen sind, nicht so mega. Aber das ist was anderes. Ganz wichtig nochmal, geht nur um die Box. Geht nicht um und die Aktion. Es geht nicht um Personen. Also wenn ich jetzt Nackt und Rosa nenne, super Typen. Hammertypen. Super cool. Ich finde die Deckbox mega. Wenn ich die Sachen, wie jetzt zum Beispiel, die ich erwähnt habe, auch bei einem Podcast, bei einem Prof rede, niemals die Personen. Niemals. Und auch jede Firma, die ich jetzt hier erwähnt habe, sei sie als positives Beispiel oder als negatives Beispiel. Es geht nie um die Firmen. Ich habe mit keiner dieser Firmen Probleme und mit keinem dieser Firmen irgendwie Stress oder ähnliches. Und ich mache einfach nur meine ehrliche Meinung. Und diese ehrliche Meinung ist ja das, was ihr so schätzt an Reviews, an meinem Channel. Zumindest hoffe ich das. Und da sind wir dann halt am Ende, weil da schließt sich dann der Kreis. Ich bleibe für euch neutral. Ich versuche Neutralität zu machen. Ich versuche euch möglichst einfach das zu zeigen, wie ich das denke und wie ich das sehe. Ich glaube, ich habe in diesem Video bzw. in diesem Blacky Talk ganz gut einfach aufgedröselt, warum ich bestimmte Sachen in meinen Reviews mache, wie zum Beispiel eine Woche lang testen, keine Preise nennen, wie ich an Produkte komme, selbst kaufen oder eben von Herstellern bekommen. Und meine Meinung zur Neutralität habe ich damit auch kundgetan. Und warum es mir so wichtig ist, eben nicht irgendwelche Affiliate-Links unter die Videos zu hauen oder ähnliches. Weil auch ein Affiliate-Link ist ein Call to Action. Bitte kauft über meinen Link das Produkt, das ich hier gerade gezeigt habe und ihr bekommt was dafür. Das möchte ich nicht. Ich möchte dafür nichts haben, dass ich euch diese Reviews zur Verfügung stelle. Es ist cool, wenn ich keine Unkosten habe. Aber ich will dafür dann nicht bezahlt werden, weil dann verkaufe ich euch wieder irgendwas. Ich verkaufe euch wieder das Produkt, was ich euch gerade vorgestellt habe. Wie soll ich denn ein negatives Produkt Review machen?
wenn es denn eins gibt, oder eben auch negative Sachen Seiten herausstellen, die Leute davon abhalten könnten, diese Box zu kaufen, wenn ich doch damit Geld verdiene über einen Affiliate-Link, weil dann Leute darüber kaufen. Das will ich nicht. Und ich glaube, ich habe in diesem Blacky Talk das, glaube ich, hoffe ich, ganz gut dargestellt. Ist nicht der längste Blacky Talk, ist nicht der kürzeste Blacky Talk. Ich bin ein bisschen im Stress. Und ansonsten bleibt mir die Frage, was fehlt euch? Im Sinne von, welche Sachen soll ich noch reviewen? Ich habe ganz, ganz viele Sachen gereviewt. Ihr könnt ja auch gerne mal einfach mal nachgucken, ob ich es vielleicht schon gereviewt habe. Ich wurde schon mehrfach gefragt, so, hey, Blacky, Katana Sleeves, hast du die schon gereviewt? Ja, habe ich. Oh, und Magnetic Card Case, hast du die schon gereviewt? Ja, habe ich. Ja, und bedruckte Sleeves von Dragon Shield, hast du schon gereviewt? Ja, habe ich. Und die neuen Zauber, ja, habe ich. Guckt das mal nach. Und wenn ihr trotzdem noch irgendwas findet, was ich reviewen soll und was ich vielleicht irgendwie drankommen könnte, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich versuche mein Möglichstes, um euch da dann natürlich eure Experience zu geben und für euch eben die Reviews durchzuziehen. Oder wenn ich etwas noch nicht gezeigt habe und ihr das vielleicht benutzt, so hey, ich benutze die und die Deckbox, hast du die schon gezeigt? Und ich dann sage, nee, habe ich nicht, dann kann ich mich vielleicht drum kümmern oder halt irgendwie die Deckbox besorgen. Entweder schreibe ich den Hersteller an oder ich kaufe es einfach selber und kann euch dann mal ein Review darüber geben. Wenn ihr sagt, diese Deckbox ist so cool, der Rest der Community muss das auf jeden Fall auch haben. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das sehr, sehr gerne liken. Ihr könnt auch über Podcasts liken, tatsächlich. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf YouTube mich abonnieren. Folgt mir Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo ihr mich findet, oder schreibt mir über den Radio Ravnica Discord. Das geht genauso gut. Dementsprechend hoffe ich, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.